Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video. Diesmal habe ich eine Roomtour geplant, denn ja, ihr seht mich zwar immer in der Facecam, ne, ein bisschen Hintergrund, aber ihr seht nie mein komplettes Zimmer. Es ist relativ groß, ja, für mein Alter reicht es, sagen wir es mal so, und auch leicht unordentlich, weil hier stehen immer ein paar Kartons rum von neuen Geräten etc. pp. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe sogar extra aufgeräumt, muss man ehrlich sagen. Ich habe extra aufgeräumt und dann würde ich sagen, beginnen wir. So, ich denke mal, dass wir erstmal hier mit anfangen, bevor wir jetzt überall anders. Und zwar hier, ja, ganz normale Couch, ja. Da liegen noch meine Kopfhörer rum, einmal die Sennheiser Urban XL und meine Standardkopfhörer vom Galaxy S7. Dann liegen hier noch ein paar Klamotten rum, ist ja nicht schlimm. Dann ja hier, wo ich momentan noch schlafe, weil ein richtiges Bett habe ich noch nicht gefunden, ein richtig bequemes. Deswegen ist das fürs Schlafen der. Dann hier ein Tisch, wo jetzt zufälligerweise das mein altes Gerät, also mein altes S7, kann ich euch gleich nochmal zeigen, drin liegt. Dann hier Beats, Tempos, trinken und was hier auch immer rumliegt, also gerade wenn es am Aufladen ist, ist meine Bluetooth-Box. Alles, was ihr hier seht in meinem Zimmer, werde ich versuchen zu verlinken. Nein, ich bekomme nichts dafür, nur einfach, falls ihr euch dafür interessiert. Also das ist einmal die JBL Charge Plus 2, glaube ich. Und daneben ist es das Ladepad für das Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge und das S6 Edge Plus, glaube ich, oder S Plus. Ich weiß es nicht mehr genau. Also, für die ganzen Geräte gibt es dieses Fast Charging. Nein, das ist nicht das Fast Charging Pad, das kommt noch. Ja, egal. So, und dann weiter geht's hier mit diesem Schrank. Besonders stolz bin ich auf diese obere Etage. Und zwar einmal mit der Family Guy Collection. Was jetzt Collection ist, ist Season 10. Dann meine Samsung meine Samsung Gear VR. Dann das, die nächste Verpackung von einem Samsung Galaxy. Das, was ich momentan benutze, muss man dazu sagen. Dann hier noch lauter Filme. Einmal Need for Speed zum Beispiel. Dann hier noch zwei PC-Spiele. Und noch ein Buch. Wer von euch kennt bitte schön die drei Fragezeichen? Und hier, das habe ich mal aus einem Ü-Ei gezogen. Das ist die Verpackung für die Kopfhörer. Da sind sogar noch Teile drin. Na, wird scharf. Ja, gut. Dann eine 3D-Brille habe ich mir mal mitgehen lassen. Dann hier meine Anlage. Und noch ein paar andere Dinge. Dann hier lauter Verpackungsmüll. Ja, siehe hier jetzt zum Beispiel von meinen Kopfhörern, da von der PS4-Kamera, da von der GVR. Das ist ein Cajon. Wer von euch kennt sowas? Ja? Schreibt es mal in die Kommentare, was es sein könnte für ein Instrument. Dann hier Schuhe vom Monitor, noch ein Karton, Rucksack. Also Schuhkarton, by the way, fällt mir gerade auf. Schuhe, mein Ventilator. Mein allerbester Freund im Sommer. Und das ist die Aussicht übrigens aus meinem Zimmer. Ja, können wir mal kurz ein bisschen rausgucken. Schönes Wetter heute. Dann hier auf dem Boden. Vorher stand die auf dem Tisch, muss man sagen. Hier auf dem Boden steht noch meine alte PS3. Dann hier noch Verpackung von meinem Laptop. Banksachen. Mein alter PC, den ich eh nie genutzt habe. So, und jetzt, ihr seht schon, kommen wir zum wichtigen Teil, ja? Und zwar zu meiner Gaming-Ecke. Samt PS3-Spielen da unten. Also hier, PS3-Spiele. Könnt ihr mal Pause machen, gucken, was ich so alles habe. Vieles von denen habe ich sogar doppelt. Einmal für die PS3 und einmal für die PS4. Also, wir fangen an mit hier oben. Die PlayStation-Kamera, dann mein alter Philips-Monitor, den ich dann gegen meinen Samsung-Monitor ausgetauscht habe, beziehungsweise andersrum, ne? Also,
Oder? Habe ich es richtig gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Egal, machen wir weiter. Hier mein Samsung-Monitor. Wie gesagt, ich versuche alles zu verlinken, wenn ich es finde. Dann hier mein Rode-Mikrofon, mein ganz altes Headset. Ich glaube, das ist schon 3 Jahre alt oder so. Das G430. Ja, dann da hinten noch ein Controller von der PS3. Dann hier meine weiße PS4 mit Controller. Und noch hier ein paar Spielen. Ja, die meisten Spiele habe ich hier drauf. Warte, ich muss kurz Controller anmachen. Na, okay, an. Der Vorführeffekt. Dann hier mein Laptop. Dann, ja, jede Menge Kabelgedöns. So, jetzt versuche ich gerade den Controller anzukriegen, aber er will nicht angehen. Böser Controller. Nach einem kleinen Cut geht es weiter. So, fangen wir erstmal mit den Spielen an, die ich auf Blu-ray habe. Das ist ja neuerdings Blu-ray. Und alles leicht verstaubt, muss, sehe ich hier gerade. Egal. Einmal Black Ops 3, GTA 5, The Crew, The Order, das habe ich aber ausgeliehen, das da, vom Kumpel. Und Watch Dogs. Ja, das sind die Spiele, die ich auf Disc habe. So, und jetzt machen wir mal weiter mit den Spielen, die ich auf Dings habe. Na? So, kurz Kamera richten deswegen. Und alles ist heute ein bisschen unprofessionell. Also, das, ja, ne? Die habt ihr ja schon gespielt. Dann Battlefield 4, dann habe ich Journey. Lords of the Fallen, das habt ihr schon gesehen. Das habe ich mal gestreamt, das habe ich mal gestreamt, das habe ich gestreamt und das. Meine Bibliothek ist aber noch mehr, also viel voller. Das sind jetzt gerade mal die Spiele, die ich installiert habe. Ja, also, na, so, könnt ihr alles sehen, mehr oder weniger. Aber gekauft habe ich halt so viel. Zum Beispiel das habe ich noch nicht gespielt, was habe ich noch ge nicht gespielt? Das habe ich mal als Aprilscherz gespielt. Moment. So. Ne? Das habe ich mal als Aprilscherz. Was habe ich noch nicht gespielt? Ja, das habe ich mal kurz eingespielt. Das habe ich nicht gespielt. Das habe ich noch nicht gespielt. Das auch noch nicht. Das schon. Das noch nicht. Das, also Hardware Rivals auch. Grim Fan. Ja, das aber nur kurz angespielt. Das habe ich auch noch nicht gespielt. How to Survive. So, Hustle Kings habe ich privat gespielt. Was haben wir noch? Ah, hier, Paragon. Habe ich auch noch nicht gespielt. Das habe ich privat gespielt, fand es aber total scheiße. Also ich habe es noch nicht mal zu Ende gespielt, muss man so sagen. Rebel Galaxy habe ich noch nicht gespielt. Plants vs. Zombies, Garden Warfare habe ich auch noch nicht gespielt. Smite habe ich nur kurz angespielt. Dann Switch Galaxy Ultra habe ich auch noch nicht angespielt. Also es sind jede Menge Titel, die ich noch nicht angespielt habe. Aber gut. Das war's eigentlich schon so von meiner Gaming-Ecke. Ich wollte euch nur noch kurz zeigen, dass ich ein kleiner Fanboy bin. Und zwar, ja, ne? Los Santos-Karte mit, ja, I Love Rode-Mikrofons. Und auch, was ich noch, auch noch zeigen muss, ist der Kabelsalat. Ich gucke aber vorher noch, ob da alles ersichtlich ist. Einen Moment. So, also, es ist leicht verstaubt, ja, sehe ich gerade. Aber guckt euch mal diesen Kabelsalat an. Der geht ja auch bis da ganz, ganz weit runter. Ja, also bis zur Steckdose und so weiter. Von meinen ganzen Sachen. Dann haben wir hier noch den LAN-Splitter, sehe ich gerade. Also hier den von der Eigenmarke von Saturn. Um ein bisschen Werbung gerade mal zu machen. Der ist mega gut eigentlich. Der verteilt die Sachen mega fair. Und ja. So, und zum Abschluss zeige ich euch noch mein altes S7.
Ich habe ja jetzt gerade also ich nehme gerade auch das Video mit meinem neuen S7, also in Anführungsstrichen neuen S7 auf. Und liebe Kinder, passt bitte auf, was ihr mit euren Geräten macht, weil alleine das da, na, also der Schaden würde mich 300 Euro kosten, ja. Einmal kurz runtergefallen. An sich funktioniert das alles noch, ja. Rückseite ist komischerweise nicht beschädigt. Gut, ist ja auch direkt auf die Vorderseite gefallen. Ja. Und ja, wie gesagt, passt auf. Und ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch schon von dem Roomtour. Alles klar. Von der Roomtour. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Checkt die Videobeschreibung ab, falls ihr euch was von meinen Sachen zulegen wollt. Ja. Und nein, wie gesagt, ich betone es nochmal, ich bekomme kein Geld dafür. Ich bin nur lediglich davon überzeugt. Und ein Ding, gut, eine PS4, ja gut, könnte ich verlinken, muss ich wahrscheinlich nicht. Bald kommt noch ein Video, wo ich eine Elgato unboxe. Und eventuell noch ein paar Vlogs, je nachdem, ob ich Ende des Monats noch wegreise. Ja, wie gesagt, also Bewerten kommt hier nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!